Im Deutschen Reich ordnet Reichskanzler Adolf Hitler am 24. August die Beendigung der sogenannten Aktion T4 an. Der Massenmord an psychisch Kranken, die von den Nationalsozialisten als lebensunwert betrachtet werden, wird damit gestoppt. Trotz strengster Geheimhaltung waren immer wieder Informationen über Morde an die Öffentlichkeit gelangt. Vor allem die Kirchen wollten diese Praxis nicht hinnehmen. Pflegepersonal und Ärzte hatten seit 1939 die Aussonderung der Kranken vorgenommen. Sie wurden vornehmlich in Gaswagen erstickt. Die Abgase der Motoren wurden dabei entweder in die Wagen selbst oder in spezielle Kammern geleitet. So entledigte man sich schon während des Transportes der Opfer. Über 70.000 Menschen wurden dabei umgebracht und verbrannt. Durch die Strafanzeige wegen Mordes gegen Unbekannt des Bischofs Clemens Graf von Galen war diese Praxis unhaltbar geworden.